schnellen Herren sind alle da. 900stel am Schluss fehlen Pascal Mancini. Was ist jetzt so die vorwiegende Emotion in diesem Moment? Ja, wir sind enttäuscht. Wir wussten, dass wir müssten die Franzosen schlagen heute. Und wir waren sehr nah. Aber wir haben alles gegeben und ja, für nächstes Mal. Noch ein bisschen schneller. Also, man darf nicht vergessen, es ist ein super Zeit. Wieder sehr gute Leistung. Kann man das in dem Moment überhaupt schon irgendwie sagen, ja, es ist gut gewesen und den Rest vergessen, Maru Schenker? Ich glaube, wir sind schon enttäuscht. Also, ich glaube, das ist für uns das Schlimmste gewesen. Wir hätten lieber den Stab verloren als den Vierten. Vierten ist so wie, wenn du 10-0 laufst, ist nicht 9-99. Das ist ein bisschen schade. Wir sind schon enttäuscht, aber ja, alle haben einen super Job gemacht. Ich glaube, niemand hat uns zutraut, dass wir so weit kommen. Und nein, wir sind enttäuscht. Logisch, es wird noch ein Moment gehen. Maru Schenker hat gesagt, es wäre weniger schlimm gewesen, den Stab zu verlieren. Und so viel hat gar nicht gefehlt, um den Stab zu verlieren. Ich glaube, da bei dem letzten Wechsel war es relativ heikel gewesen, oder? Wie haben Sie es erlebt? Ja, es war nicht recht optimal gewesen. Vielleicht hätte es gelangt, wenn es so besser gewesen wäre, der Wechsel. Ja, wenn wir es halt jetzt so nehmen, wie es ist. Schauen, nächstes Mal können wir es besser machen. Alex Wils, am Schlussläufer, wenn man merkt, man muss zwei, dreimal greifen, bis man den Stab hat, mit welchem Gefühl geht man denn auf die 100 Meter? Ja, ich versuche einfach nicht so nervös zu werden und probiere meine Beste zu geben am Schluss. Wir haben alle einen sehr guten Job gemacht und wir sind halt enttäuscht, weil wir hätten gewusst, dass wir könnten um den Podest kommen. Es hat nicht gelangt, aber wir wissen, was wir können machen können. Nächstes Mal versuche ich unser Bestes zu geben. Ich wollte es nochmal sagen, es war eine gute Leistung, es hat einfach nicht ganz gelangt für die Medaille. Jetzt haben die Frauen noch eine Chance. Würde es ein bisschen helfen, wenn wenigstens sie würden die Medaille gewinnen würden? So für das Schweizer Teamgefühl, oder tut es denn sogar noch mehr weh, Amaru? Ist das eine Fangfrage? Nein. Überhaupt nicht. Aber ich stelle sie natürlich am Captain von dem Team. Ich denke, die Besten gewinnen und es wäre schön, wenn sie uns die Ehre retten könnten. Weil es ist ja schaffen, dass wir uns national anlassen, oder? Es wäre schön, wenn wir nochmal eine Medaille hätten. Das ist schon schön, ja. Ehr retten müssen wir nicht. Die Leistung war gut, es hat einfach ganz ein bisschen gefehlt. Danke vielmals, dass wir kurz vorbeikommen sind. Merci vielmals.